Der richtige Schwung ist gefordert in Garmisch-Partenkirchen. Während sich die Top-Favoriten Alexi Pintoreau und Henrik Christoffersen konzentriert aufwärmen, zeigt ein Schweizer auf dem verkürzten Hang im Riesenslalom eine nahezu fehlerlose Fahrt. Loic Meyer, Bestzeit für den 23-Jährigen. Dicht dahinter nach dem ersten Durchgang Henrik Christoffersen, der Norweger mit nur 800stel Sekunden Rückstand in Schlagdistanz vor seinem Teamkollegen Leif Christian Nestwold Haugen. Im deutschen Team demonstriert Alexander Schmid wieder Konstanz. Er liegt vor dem Finale auf Platz 10. Dicht dahinter Stefan Luitz. Bisher war es nicht seine Saison. Heute aber fährt der 27-Jährige ein gutes Rennen. Mit Wut im Bauch, Leidenschaft und Tempo. Die zwischenzeitliche Führung im Finale von Garmisch-Partenkirchen, die am Ende Rang 9 bedeuten wird, sein erster Top-10-Platz dieser Saison in dieser Disziplin. Ich habe einfach versucht, wirklich volle Attacke zu gehen. Und das, was mir einfach in Aalboden komplett gefehlt hat, einfach jetzt volle Attacke von oben, weil es wird einem nichts geschenkt im Weltcup. Alexander Schmid fällt im zweiten Durchgang etwas zurück auf Platz 13, immerhin wieder konstant in den Punkterängen. Dann schlägt die Stunde des Franzosen Alexi Pintoreau. Nach dem ersten Durchgang nur auf Platz 4 liegend gelingt ihm ein fantastischer zweiter Durchgang. Noch nie stand er in Garmisch-Partenkirchen auf dem Podest. Heute geht er im Finale in Führung. Live-Christian Nestwold Haugen kommt nicht ran an diese Bestzeit. Und überraschend auch nicht sein Landsmann Henrik Christoffersen. Leicht gehandicapt mit Schmerzen in der Schulter wird er heute nur Sechster. Der Einzige, der Pintoreau noch von der Spitze verdrängen kann, Loic Meyer. Doch auch der Schweizer schafft es nicht, Rang 2 hinter Alexi Pintoreau. Weltcupsieg Nummer 27 für den Franzosen, der im verkürzten Riesenslalom von Garmisch triumphiert vor Loic Meyer und Leif Christian Nestwold Haugen.